Und Frauen aus Bergisch Gladbach dürften sich heute Nacht in etwa fühlen wie vor einer Führerscheinprüfung. Morgen legen sie nämlich ihre Prüfung zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau ab. Dann sind sie vollwertige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie kriegen einen Piepser und dürfen ganz offiziell bei Einsätzen mitmachen. Heute hatten die Kandidaten ihre Generalprobe. Über eine Leiter wird, wie es in der Feuerwehrsprache heißt, der erste Angriff gestartet. Irgendwo in dem Gebäude hat es eine Gasverpuffung gegeben. Ein Arbeiter soll bewusstlos in einem Container liegen. Ihn gilt es zu retten. 24 angehende Feuerwehrleute üben unter realistischen Bedingungen. 70 Stunden Training an 6 Wochenenden liegen hinter den Feuerwehranwärtern. Ab morgen sind sie richtige, freiwillige Feuerwehrleute und können zu jedem Einsatz gerufen werden. Bis zu 100 Stunden pro Monat müssen sie künftig in ihr Ehrenamt investieren. Also meine Partnerin, die motzt zwar, wenn das zu viel wird mit Einsätzen, wie jetzt beim Sturm und sowas. Aber im Grunde ist die ganze Familie eigentlich stolz auf einen. Weil man halt dabei ist, weil man ja auch anderen hilft damit. Ja. Und man ist halt Feuerwehrmann. Mit einer Offensive bei der Jugendarbeit will die Freiwillige Feuerwehr Nachwuchs gewinnen. Dringend nötig, denn es gibt immer weniger freiwillige Feuerwehrleute. Und die vorhandenen sind selten verfügbar. 20 Freiwillige müssen alarmiert werden, damit einer an den Einsatzort kommt. Also die Arbeitgeber heutzutage, die sind ja meistens auch nicht hier in der Stadt Bergisch Gladbach, sondern Bergisch Gladbach ist eine Pendlerstadt. Und die Leute, die müssen große Entfernungen zurücklegen. Und die Arbeitgeber, wo die dann eben beschäftigt sind, die sind da sehr uneinsichtig, beziehungsweise da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Die lassen die Leute nicht zum Einsatz weg, obwohl sie eigentlich das gesetzlich müssten. Kaum 10 Minuten und die Rettungskräfte haben den Schwerverletzten geborgen. Die Übung ist erfolgreich abgeschlossen. Bislang eine Simulation. Künftig aber liegt auf der Trage keine Puppe, sondern ein echter Verletzter. Also man denkt schon, das kann einerseits sehr ernst werden, aber andererseits denkt man auch wieder, okay, das ist vielleicht noch weit, weit weg für mich persönlich. Ein letztes Mal üben die Anwärter einen Löschangriff. Mit ihnen gibt es ab morgen 300 Feuerwehrleute in Bergisch Gladbach. 100 mehr werden noch gebraucht.